Also einer hatte eine Schusswunde, der andere war aufgeschlitzte Kehle. Aber denn, das machen ja keine... Jetzt bin ich verwirrt. Geister schlitzen dir deine Kehle nicht auf? Vielleicht gibt es ja beides gerade. Doch ein Überfall, aber gleichzeitig auch die Geister. Oder vielleicht hat das Zeug alle wahnsinnig gemacht und wir greifen uns gegenseitig an. Ich meine, wir scheinen ja die ganze Zeit dieses Kind zu sehen, was nicht existiert. Charlie sieht's nicht. Oh, ich spekuliere schon wieder zu viel. Es tut mir leid. Ich spekuliere immer zu viel. Da ist schon wieder dieses Kind. Hallo? Irgendwer da? Ach komm, das Kind existiert nicht. Ist das nicht Charlie? Ja. Oh Gott, nein. Charlie! Aber Charlie war doch gerade noch hinter uns. Was? Hä? Wie ist er denn jetzt gestorben? Haben wir uns angebildet? Was? Ey, wo ist jetzt dieses Kind? Da! Schieß es ab! Los, stech es ab oder so. Das ist kein richtiges Kind. Das tut nur so. Das ist irgendwas Böses. Ja, das siehst du schon. Das hat ein Messer in der Hand. Das ist besessen oder so. Ja, schieß das Kind ab. Wir können es nicht abschießen. Das ist ein Geist. Lauf! Okay, das war jetzt nicht so gruselig, Gott sei Dank. Lauf! Oh nein, wir kriegen einen Herzinfarkt. Also... Okay, also sind es nur Geister. Und die Geister können doch uns die Kehle aufschlitzen. Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon! Komm schon, verdammt! Was zur Hölle ist das? Hi! Was war das denn? Kommen wir irgendwelche komischen Aliens? Ihr, deine schwarze Zunge. Was ist denn hier los? Ah, jo, das war's. Das Spiel ist vorbei.
Hallo. Und willkommen. Dankeschön. In meiner Schatzkammer. Das ist eine Weile, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, ne? Herr Therapeut? Mal wieder die guten Kerzen. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Ich denke nicht, nein. Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen? Hey, du weißt nicht, was ich mir wünsche? Das war's im Moment. Vielleicht will ich alle umbringen. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Ich freue mich, das ja. Das hinterlassene Chaos. Ach, ich find's cool, dass der Therapeut wieder da ist. Gut, er war vorher hier. Ich glaube, House of Ashes kam später. Es ist trotzdem cool, dass er da ist. Brad, Duke of Millen. Duke of Millen ist das Schiff, ich verstehe. Oh, was ist denn mit seinem Hemd passiert? Ist das verbrannt? Oder was ist Schatten? Oh, geistreich. Brad, Alex Bruder und unschuldig. Unschuldig mit einem Sixer Bier. Ist das? Oh, Alex, motiviert, Brads Bruder, Julias Freund und unsicher. Okay, gute Eigenschaften bisher. Naja, unsicher, nicht gut, aber... Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, trotzdem nichts Negatives. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Unsicher, das ist peinlich. Nachtragend, ich musste arbeiten. Nee, wir sagen nichts. Ich finde beide Antworten nicht gut. Tja, egal. Laden wir alles ein. Alles klar. Ja, warum sollte er deswegen unsicher sein? Es gibt für alles ein erstes Mal. Man muss halt nur mal lernen. Wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Na und? Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ah, das ist ja ekelhaft. Sei nicht so. Ich bin nicht gut mit Menschen. Ich wurde eingeladen. Ja, ich wurde eingeladen. Warum sollte ich froh sein, dass ich mitgenommen werde? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Wieso wird der neidisch hoch? Dabei haben. Julia? Da geht der neidisch hoch dabei. Ja, Mann. Sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also, sei cool. Kapiert? Ey, mit deinen okay, Amigo. Sachen, die du hast, mit deinem Reichtum cool. anzugeben, ist Sorry, nicht cool. Das ist arm. Gedacht, das ist sehr, sehr arm. Dass ein Medizinstudium so schwer ist. Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Ist jetzt schon 2 Wochen her. Einfühlsam muss hart sein. Ich kann es mir vorstellen, ja. Fernbeziehungen. Alles klar. Kann funktionieren.
Kein Problem, Mann. Aber wahrscheinlich, wenn man die Nähe vermisst, ne? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Ja, ich hoffe, einer von uns bleibt nüchtern oder halbwegs nüchtern oder wir alle trinken nicht so viel. Wenn wir schon ein Boot fahren, alle zusammen. Ein bisschen sicher muss man trotzdem sein. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Was denn? Hör auf deinen Bauch, denk darüber nach. Ja, man sollte nicht sentimental reagieren. Also wenn man emotional ist, sollte man sowieso keine Entscheidungen treffen. Also denk darüber nach, bist du bevor du irgendwas bereust. Denk mal drüber nach, auch an die ganzen Konsequenzen. Genau, Konsequenzen, ob man damit glücklich wäre und sowas. Ah, Julia, begeistert, Conrads Schwester, Alex Freundin und vorsichtig. Conrad, Julias Bruder, toll, kühn und entspannt. Der sieht aus, als ob er ein Hobbit sein könnte. Aber hundertprozentig. Der sieht so, der muss nur, ist das ein Hobbit-Schauspieler? Conny, der kommt mir so bekannt vor. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules, ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ja, warum nicht? Ganz schön dick aufgetragen. Wenn er uns schon einlädt. Entspannt, ich werde seekrank. Bitte kotzt uns nicht irgendwo hin, aber ja, cool. Cool, super. Ich liebe Bier. Ja, sei entspannt, trink einfach nur ein Bier, dann wirst du auch nicht seekrank. Dann geht das schon. Und Conrad scheint nett zu sein, zumindest wenn er nicht immer die ganze Zeit so gruselig gucken würde. Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinierst nicht. Bist du schon mal getaucht? Nein. Bedrückt? Nein, noch nie. Sei nicht bedrückt. Sag einfach ganz ehrlich, wie ist das? Wozu lügen? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Guck mal, er akzeptiert das doch super. Einfach nicht lügen. Ehrlich wert am längsten. Es reicht bei so Kleinigkeiten. Wozu denn da irgendwie eine Lüge erzählen? Das wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Fliss. Ungeduldig. Kapitän der Duke of Milan. Und mutig. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... Das haben wir schon getan. So, alle an Bord und bereit abzulegen? Ja, Captain. Wir sind bereit. Bier in der Hand. Haben uns angefreundet, ausgetauscht. Naja, noch nicht ganz angefreundet, aber wir sind dabei. Wenn es dir recht ist, Captain. Oh mein Gott, okay. Die kommt einfach her. Legt los. Sagt nicht mal eine Warnung, damit man sich hinsetzen kann oder so. Auf jeden Fall geiler Captain schon mal. Ich fühle mich sehr sicher mit ihr. Okay, ja, wir hätten das Bier nicht trinken sollen. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Oh, Brad. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh, Mann. Alex. Also sind wir eher gerade. Okay, also 17.30 Uhr, 20. Juni. Okay, das war zwei Tage vor dem... hier drüben. Was in der Vergangenheit passiert ist, ne? Draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Frustriert. Brad war so sicher oder Brad weiß, was er tut. Ja, ich denke, er weiß, was er tut. Brad weiß Bescheid. Er weiß bestimmt über dieses komische Gruselwrack Bescheid, du bist der Kunde. Auf dem wir eben waren. Bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Falls sie das meinen. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Sehen und staunen.
Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Könnte man nicht melden und dann tauchen gehen? Wir können nicht tauchen. Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Das ist das Problem. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Es ist immer besser, irgendwem zu Bescheid zu sagen, auch wenn du nur deinen Eltern oder so Bescheid sagst. Da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Ja, aber man sollte trotzdem irgendwem Bescheid sagen, selbst wenn es nicht die Küstenwache ist. Wenigstens der Familie oder so, wo man gerade genau ist. Erst recht, wenn man im Horrorspiel ist. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an. Das ist ein Ladebildschirm gerade. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. So, wir dürfen jetzt Alex steuern, richtig? Ja. Wir können mit allen sprechen. Wir reden erstmal mit Conrad. Den mag ich ganz gerne gerade. Sieh mal. Eine Lücke. Das heißt, da können wir rein, oder was? Ach, ich bin unsicher mit dem Plan. Oh, ich bewege, okay. Mal zur Seite. Nochmal zur Seite. Ich sehe überall nur Gestein und Gedöns. Na komm, weiter. Sand. Und vorne. Ich weiß, wir können auch zurückgeben, aber ich habe Angst, dass wir irgendwas verpassen, wenn wir nicht alle durchblättern. Vielleicht ist da irgendwo ein Hinweis, dass irgendwas Gruseliges da ist oder so. Nee, das wiederholt sich gerade wieder, ne? Ja, es wiederholt sich. Okay. Ist doch nichts gewesen. Hör, wo ist Conrad? Achso, hier vorne. Was ist das? Ein Fernglas? Womit wir nichts sehen, richtig? Ich meine, wir sind hier auf dem Meer. Hier ist nichts. Hier riecht nichts weit und breit. Auch nicht im Wasser. Vielleicht können wir das später nochmal benutzen für irgendwas. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was noch passieren wird. Wir sollten wirklich Küstenwache rufen. Hey. Ja, hey, können wir reden? Mann, wir haben echt Nein. Super Aufnahmen. Absolut. Was mir, ich habe meinen Faden verloren, während ich angefangen habe zu reden. Achso, da fiel mir wieder ein. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Charaktere, weil wir sind gerade nur eine ziemlich kleine Gruppe und wenn das Spiel, wenn man schnell jemanden verlieren könnte und schnell jemand sterben könnte, dann hätte ich gerne ein paar mehr Leute, die Opfer sein könnten, falls ich jemanden entbehren muss. Das klingt zwar grauenvoll, aber ich hätte gerne ein paar mehr Opfer. Ich habe die Ausrüstung gleich startklar. Besorgt, danke für die Ausrüstung. Interessiert, kann ich helfen? Ja, frag, ob du helfen kannst. Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Wieso nicht? Sie verdient eine Stange Geld. Bestimmt, bleiben wir erstmal cool. Ich weiß nicht, verdient sie denn Geld? Keine Ahnung. Jetzt, was soll denn diese ganze Motzerei? Sie verdient eine Stange Geld an dem Trip. Eine Riesenstange. Regeln ach so, verstehe ich. Kennen wir den Captain gar nicht? Keiner was erfährt? Ja, und haben sie bezahlt? Okay, ich stelle dann ich dachte, wir sind alle Freunde. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn es soweit ist. Alles klar, dann reden wir mit dem Capitano. Obwohl, vielleicht erstmal mit dem Bruder? Ich weiß nicht. Nee, wir reden jetzt mal mit ihr. Oder wir gucken uns erstmal das an. Das geht auch. So, es ist 29 Grad gerade. Teilweise bewölkt, teilweise sonnig. 16 bis 20 Uhr. Also irgendwo sind wir in dem Rahmen gerade. Und nachher soll es aber regnen und stürmen. Das ist bestimmt noch wichtig für uns, also für das, was noch passieren wird. Zwischen 20 und 0. Da haben wir nachher 4 Stunden mit Sturm. Kennst du dich damit aus? Womit? Nee, nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Ach so. Aber ich hab's ausgemacht. Ich meine, ich wollte es nicht ausmachen. Eigentlich wollte ich scrollen, aber das ging nicht. Kann ich nicht mit ihr reden? Ist sie jetzt wütend auf mich?